Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Don Red Horse. Annebutsch Folge 40. 4, 3, 2, 1, Abschuss. Aber jetzt müssen wir mal die Luke zumachen und unser Dach offen. Ja, wir haben alles. Die Rakete ist befüllt, wir haben Sauerstoff. Ich habe noch ein paar Sachen eingepackt zum Mitnehmen, damit wir auch einfach wieder zurückkommen. Wenn es sein muss. Ich habe meine Buttons ein bisschen anders gemacht hier. Mit RF2s Bildschirme hoch, runter für den Aufzug da. Aber jetzt sind wir soweit. Bestes Wetter draußen und wir starten 20, 19, 18, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, wir haben Liftoff, und wir schießen aus unserem Vulkan heraus und haben eine bescheuerte Meldung. Das ist ja toll. Und wir steigen auf. Und irgendwann, wenn auf der linken Seite die Rakete mit dem freundlichen Creeper oben angekommen sind, haben wir die Umlaufbahn erreicht. Wir sehen auch schon keine Erde mehr, sondern nur den Mond. Und die Sonne. Und die Markierungspunkte der normalen Welt. Und irgendwann sind wir oben. Ja, da sind wir. Wir haben den Katalog der Milchstraße. Milchstraße, Solarsystem mit den ganzen zusätzlichen Planeten von Galaxy Space, und hier vorne ist unsere Erde. Und die kann man anklicken. Nochmal klicken zum Zoomen, zeigt Mond und Satelliten. Ich könnte jetzt hier eine Raumstation erstellen, wenn ich Zeug mit hätte. Also 16 Aluminiumbarren, 24 Eisenbarren, ein fortgeschrittener Waver und 32 Zinnbarren. Die muss man aber dabei haben, weil ich habe kein Menü. Wie ihr könnt, ich kann es also nicht besorgen. Und wir könnten auch zum Merkur fliegen, da braucht man aber eine Stufe 4 Rakete für. Oder zum Venus. Oder zum Jupiter. Da wissen wir noch gar nicht, wie wir da hinkommen. Aber wir klicken mal drauf und zoomen rein. Und dann sehen wir, da ist der Mond. Draufgeklickt. Klickt raus, so. Und man kann wieder draufklicken, wieder rauszoomen. Aber wir wollen zum Mond. Anwählen. Und starten klicken. Und ich sitze in meinem Raumschiff und hallo? Reinzoomen, anklicken. Und nicht starten. Oder auch nicht. Draufklicken. Doppelt draufklicken. Okay. Und dann starten. Die Raumfahrt ist mit Problemen behaftet. Rechtsklaus geht raus. Und ich glaube, wir haben ein Problem. Mond, Sol, Oberwelt. Erstellen kann ich nicht, will ich auch gar nicht. So, haben wir reingezoomt.
Dann klicken wir starten und fliegen raus. Tja, dann würde ich dann sagen, der erste Schritt zum Mond ist fehlgeschlagen. Ja. Also starten wir zur Oberwelt und landen mit unserem Fallschirm. Und stellen dabei fest, dass ja, die Rakete futsch ist. Blöde Rakete. Ja. Also probieren wir das alles nochmal. Es ist die Frage, ob wir dank Galaxy Space zuerst eine Raumstation bauen müssen. Wobei wir jetzt erstmal wieder eine Rakete bauen müssen. Ich würde dann sagen, ich komme dann mal wieder, wenn ich die Rakete gebaut habe. Bis später. Ja, sind wir bereit? Wir sind bereit. Nach mehreren Raum umprobieren und Source Code gucken und ein Bug Report machen. Habe ich es rausgefunden, woran es liegt. Okay, wie ihr seht, Fuel Inventory, Fuel Effect, Flight Dimlet, Flintboard, etc. Item Subset. Ich bin in der englischen Version. Und dann starten wir nochmal. Und da ist sie, unsere Welt, die auch direkt wieder verschwinden wird. Die Höhe steigen unter uns, die Sonne über uns, der Mond, da wollen wir hin. Ja, und der Grund, warum das nicht funktioniert hat, ist, ich habe einen Server, auf dem ich spiele, und der Server läuft normal in der Standardsprache und die ist Englisch. Und der Client war in Deutsch und der Client übergibt dann an den Server die Meldung, er möchte gerne zum Mond gehen. Dummerweise versteht der Server nicht, was, wo der Mond ist, sondern er sucht den Moon eigentlich, oder da gibt es nur den Moon. Und ja, das ist das Problem. Also wenn ihr mit Galaxy Quest, Galaxy Space spielen wollt, müsst ihr wenigstens, wenn ihr die Auswahl treffen wollt, auf die englische Version umschalten. Ich habe schon eine Space Station gebaut, zum Testen, ob das funktioniert. Das geht. Aber wir wollen zum Mond, zum Moon. Und deswegen Launch. Jede von diesen Welten ist eine eigene Welt. Das ist der Länder. Man soll Space drücken, um langsamer zu werden. Unter uns ist der Mond. So ein kleines Minispiel im Endeffekt. Es verschwindet der Mond und dann gleich sich mit einer Kugel auszutauschen. Da kommen wir.
Oh, okay. Wie man sieht, hier gibt es Monster und zwar Evolved. Die haben alle so einen Sauerstofftank am Rücken und einen Glashelm, genauso wie wir auch. Und die haben zwei Pfeile. Es gibt verringerte Schwerkraft. Was dann witzig ist wegen dem Pfeil, weil man dann auf einmal Rückstoß hat. Und das ist unser Lander. Ja. Ist irgendwie Nacht hier, glaube ich. Können wir mit Pfeil und Bogen arbeiten? Oh, geht. Wir hinterlassen Fußspuren. Ja, und der Rest ist eigentlich wie alles andere auch. Oh. Ich springe halt höher. Die Mobs springen höher. So, ja. Irgendwie passt das gar nicht ins Konzept. Wenn ihr auf den Lander draufklickt, habt ihr hier euer Rocket Launch Pad und die Tier 1 Rocket. Die könnt ihr aber nur benutzen, wenn ihr Fuel mitnimmt. Und deswegen hatte ich diese Fuel Container. Was ich auch noch machen wollte, habe ich schon wieder vergessen, ist, wenn ihr Escape drückt, habt ihr unten rechts den Spaceways Manager. Damit könnt ihr dann euch eine Flagge basteln. Ein bisschen rummalen, ausmalen. Brush benutzen. Farben auswählen. Muss ein kleines Editing-Tool. Ups, nein, die wollte ich nicht. Ah. Sieht toll aus, oder? Team Color ist grün. Grün. Ah, Team nennen wir. Machen wir es auf Deutsch. Dies ist nicht Kerbal Space Program. Und da kann man noch Leute einladen. Geht heute jetzt nicht, weil wir alleine sind. Und dann können wir eine Flagge setzen. Die habe ich nämlich auch noch gemacht. Pack mal die mal weg. Und hiermit. Ja. Ein kleiner Schritt für mich und andere Leute und es wird hell. Ah, aber gut.
gedrückt halten, rechte Maustaste. Plock. Ja, was immer das sein soll. Egal. Gut. Was wir jetzt machen müssen, ist eine Basis bauen. Und während wir eine Basis bauen, und mal einen Waypoint setzen. Wenn wir eine Basis bauen, müssen wir dann auch die sogenannten Mond Dungeons suchen, also die Mond Verliese, die sich irgendwo befinden. Und wir warten auf Meteoriten, weil wir brauchen Meteoriten. Erz. Das ist Tinnor, ganz normales Zinn. Kupfer. Wir haben eigentlich genug, wir brauchen sowas nicht. Und hier vorne ist ein Dungeon. Hier vorne ist einer von diesen Verliesen. Ja, ist ja gar nicht so weit weg. Ja, da gehen wir dann demnächst hin. Wie gesagt, wenn wir auf dem Mond sind, fallen Meteor, die machen dann Meteoritenkrater und die müssen wir dann halt dann einsammeln, damit wir Meteor-Erz haben. Und was wir machen können, ist hier das Launchpad rausnehmen und die Rakete. Und ja, ich will aber im Endeffekt hier mit dem Teleporter hin. Weil ich dann auch hier eine kleine Basis bauen möchte. Dafür brauchen wir Tesseract. Dialing Device. Metatransmitter. Meta Receiver. Mond nach Hause Teil und den brauchen wir nicht, aber den können wir favorisieren. Den und Space Lab. Space Lab ist die Raumstation. Naja, wir haben einigermaßen gut gelandet hier. Wir können ein bisschen pushen. Und wie ihr seht, sackt der Lander auch ein bisschen ein in den Boden, weil der ist nicht so tragfähig. Und wenn er den zerstört, ist er weg. Also ihr müsst euch schon sehr vorher die Sachen rausholen. Den Treibstoff und die Rakete und das Launchpad. Ansonsten verliert er die Sachen. Wenn er zurückfliegt, kriegt er so eine sogenannte Para-Chest.
Da ist dann auch alles drin. Und wie ihr vielleicht gerade hört, gibt es dann im Weltraum andere Musik. Ah ja, unten rechts ist mein Sauerstoff. Und wenn wir Zeit ist, nochmal einen neuen besorgen. Das werde ich euch dann auch zeigen. Oder habe ich euch schon gezeigt im Endeffekt. Wie das funktioniert. Also ist eine ganz nette Sache, finde ich. Irgendwann kommt die zurück und ist dann aufgeladen. Ja, wie gesagt, wir fliegen jetzt nicht da mit der Rakete von der Erde zum Mond und wieder zurück, sondern wir benutzen den Starlink-Device, die Earth-Tools, Transporter und ja, jetzt bin ich auch nicht voll. Ich schmeiße mal ein paar Sachen weg. Oh, die können wir nicht alle brauchen. Ja, das soll es gewesen sein vom Mond. Denn das Verlies schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wie gesagt, ihr müsst zum Wechseln halt auf Englisch umschalten. Ihr könnt danach wieder ohne weiteres auf Deutsch umschalten, wenn ihr ja vor allen Dingen halt so einen Meta-Transceiver benutzt oder so. Da ist der volle Tank. Ah, ich finde das toll, wenn das funktioniert. Und ja, tun wir die mal austauschen. Kommt so direkt einen neuen besorgen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, trotz der verschiedenen Probleme beim Start und bei der Landung, in Anführungsstrichen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir den Mond erkunden, wieder. Bis dann und ciao.